Hallo, meine werte Community, und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem ersten Dezember-Video. Es ist unsere Jahreszeit gekommen und ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diesen Monat. Ja, denn wir können wieder coole, coole Schneehintergründe benutzen oder auch Schnee-Soundeffekte. Dann habt ihr draußen und im Video Schnee. Ich denke, bei dem einen oder anderen wird es auch schon schneien. Ja, Leute, ich habe mal wieder das Beste für euch gegeben, ja, um euch einfach eine Freude zu machen, damit ihr schön kuschelig im Bett zur Schlafenszeit euch das Ganze reinziehen könnt. Ja, bin auch sehr auf euer Feedback gespannt, denn ja, bin auch ein bisschen angeschlagen. Zwar nicht krank, aber etwas angeschlagen merkt man beim Erzählen. Ansonsten freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ist auch schon etwas her, dass ich mich persönlich im Intro gemeldet habe. Bei mir ist alles gut, da viele immer nachfragen, aber Up and Downs hat jeder im Leben. Ansonsten ist aber alles gut. Immer positiv denken, denn Negativität bringt ja einem nichts. Und ja, Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefällt. Gerne auch zum Ende des Videos. Ihr müsst das ja nicht zu Beginn machen, denn das ist wichtig für mich, für den Algorithmus, weil dadurch wird YouTube das Signal gesendet: Hey, dieser Creator, der macht irgendwie ganz coole Videos. Schau dir das mal an. Für irgendwelche fremden Zuschauer, neue Zuschauer. Und genau, Leute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. Ich erinnere mich noch genau. Es war der erste schwere Schneefall des Jahres, als alles begann. Die Art von Schneefall, die die Welt in ein stilles, makelloses Weiß hüllt und selbst die vertrautesten Landschaften fremd und unwirklich erscheinen lässt. Es ist etwas an einem Schneesturm, das isolierend wirkt, als wäre man vom Rest der Welt abgeschnitten. Vielleicht habe ich deshalb die Zeichen nicht früher bemerkt, oder ich wollte es einfach nicht. Meine Freundin Emma und ich hatten beschlossen, das Wochenende in der alten Hütte meiner Familie in den Bergen zu verbringen. Es ist ein gemütlicher Ort, eingebettet zwischen hohen Kiefern, mit einer Aussicht, die den Aufstieg jedes Mal lohnenswert macht. Der Plan war einfach: ein romantisches Wochenende, nur wir zwei und die Wildnis. Emma liebte diese Ausflüge, sagte, sie ließen sie sich der Natur und mir näher fühlen. Als wir hochfuhren, begann es zu schneien. Zuerst sanft, dann mit einer heftigen Intensität, die die Welt außerhalb der Autofenster in einen Wirbel aus Weiß und Grau verwandelte. Emmas Lachen erfüllte das Auto, als sie aufgeregt Formen im schnell anhäufenden Schnee zeigte. Ihre Freude war ansteckend und ich fand mich selbst lachend wieder. Die Unruhe über das schlechter werdende Wetter vorübergehend vergessend. Wir erreichten die Hütte gerade, als die Sonne unterging und den Himmel in Schattierungen von Rosa und Orange malte. Die Hütte, eine rustikale Struktur aus Holz und Stein, war seit Generationen in meiner Familie. Es war der Ort, der sich anfühlte, als würde er unzählige Geschichten in seinen Wänden halten. Wir machten schnell ein Feuer an, warfen einen warmen, flackernden Lichtschein über den Raum und ließen uns für die Nacht nieder. Das war, als wir das erste Klopfen hörten. Es war ein leises Geräusch, fast verloren im Heulen des Windes und Knistern des Feuers. Wir beide hielten inne, sahen uns an. Ich scherzte darüber, dass es ein Bär sein könnte, der uns Gesellschaft leisten wollte. Emma lachte, aber es lag ein Hauch von etwas anderem in ihren Augen. Angst vielleicht. Oder Unruhe. Ich ging zur Tür und spähte in den Schneesturm hinaus. Nichts außer wirbelndem Schnee und Dunkelheit. Ich schob es auf einen Ast oder ein Tier und wir versuchten, das wachsende Unbehagen zu ignorieren und machten mit unserem Abend weiter. Die Nacht verlief weiter und der Sturm draußen wurde wilder. Wir unterhielten uns, spielten Brettspiele und hörten Musik, taten unser Bestes, um das Wetter zu ignorieren. Mitten im Heulen des Windes dachte ich, ich könnte das leise Klopfen wieder hören. Hartnäckig, fast rhythmisch. Emmas Stimmung hatte sich verändert. Sie war leiser, ihr Lachen gezwungen. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, und sie nickte nur, ohne mir in die Augen zu sehen. Ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie etwas beunruhigte, aber ich beschloss, sie nicht zu drängen. Vielleicht machte ihr der Sturm zu schaffen, oder vielleicht war es nur die Isolation.
Wir beschlossen, früh ins Bett zu gehen. Der Wind und Schnee zeigten keine Anzeichen eines Nachlassens. Als wir im Bett lagen, dem Sturm lauschend, der draußen wütete, sprach Emma endlich. Ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Glaubst du an Kreaturen des Schnees? Wie Geister oder etwas anderes? Ihre Frage überraschte mich. Naja, ich meine, es gibt Legenden und Geschichten. Aber nicht mehr als das. Warum fragst du? Sie zögerte, bevor sie antwortete. Ich weiß nicht. Ich habe nur dieses Gefühl, als wären wir nicht allein. Ihre Worte schickten einen Schauer meinen Rücken hinunter. Einer, der nicht nur durch die Kälte verursacht wurde. Ich wollte sie beruhigen, ihr sagen, dass es nur der Sturm war, der uns Streiche spielte. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie vielleicht recht hatte. Als wir einschliefen, wütete der Sturm weiter draußen. Eine unerbittliche Symphonie aus Wind und Schnee. Aber darunter konnte ich es immer noch hören, als ob etwas direkt hinter der Tür wartete. Gerade außer Sicht, seine Zeit abwartend. Und das war der Beginn des wirklichen Albtraums. Der Morgen begrüßte uns mit einer verwandelten Welt. Der Schnee hatte aufgehört, aber er hinterließ eine Landschaft, so fremd und still, dass sie uns den Atem raubte. Die Bäume waren schwer vom Schnee, ihre Äste unter dem Gewicht hängend, und alles war unter einer dicken Schneedecke vergraben. Es war schön, auf eine gespenstische Art. Emma schien im Licht des Tages besser dran, die Ängste der Nacht scheinbar vergessen. Wir beschlossen, die Umgebung zu erkunden, durch den Schnee stapfend, die ersten menschlichen Fußspuren in dieser unberührten Welt hinterlassend. Während wir liefen, klammerte sich Emma an meinen Arm, ihr Lachen leicht und sorglos. Für einen Moment ließ ich mich in die Schönheit von allem verlieren, in ihr Lächeln, in der Illusion der Normalität. Aber die Illusion hielt nicht lange an. Als wir uns der Hütte wieder näherten, bemerkte ich etwas Seltsames. Es waren andere Fußspuren im Schnee, die nicht unsere waren. Sie umkreisten die Hütte, ziellos und ungleichmäßig, als ob das, was sie machte, verweilte, erkundete. Die Spuren waren zu verzerrt vom Schneefall, um sie zu identifizieren, aber sie waren definitiv nicht menschlich. Emma sah sie auch, und ich sah, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Was hat die gemacht? Naja, Schatz, ich weiß es nicht, gab ich zu, versuchte meine eigene Stimme ruhig zu halten. Vielleicht ein Tier? Aber wir beide wussten, dass es eine Lüge war. Diese Spuren waren zu absichtlich, zu neugierig. Es war, als ob das, was sie machte, die Hütte studierte und studierte. Wir eilten ins Innere, verschlossen die Tür hinter uns. Die Hütte fühlte sich plötzlich weniger wie ein Zufluchtsort und mehr wie eine Falle an. Wir waren Meilen von der nächsten Stadt entfernt, abgeschnitten durch den Schnee. Wenn da draußen etwas war, waren wir auf uns allein gestellt. Der Tag verstrich in angespannter Stille. Wir versuchten uns mit Büchern und Spielen abzulenken, aber unsere Blicke drifteten immer wieder zu den Fenstern, zum unberührten Schnee draußen. Die Hütte fühlte sich kleiner an, klaustrophobisch, als ob die Wände sich auf uns zubewegten. Als die Nacht hereinbrach, wuchs das Gefühl des Schreckens. Wir hielten das Feuer hell brennend, warfen lange, flackernde Schatten über den Raum. Emma blieb dicht bei mir, ihre frühere Ausgelassenheit ersetzt durch eine stille Angst. Ich wollte sie trösten, ihr sagen, dass alles in Ordnung sein würde, aber die Worte fühlten sich hohl an, sogar für mich. Dann hörten wir es wieder. Das Klopfen. Leise, hartnäckig, unverkennbar. Es kam von hinten an der Hütte, von in der Nähe des Schlafzimmerfensters. Wir erstarrten, lauschten, wie das Klopfen fortfuhr. Ein stetiges, rhythmisches Geräusch, das mir einen Schauer über den Rücken jagte. Emmas Hand packte meine, ihre Nägel gruben sich in meine Haut. Vielleicht war es nur der Wind, Schatz, flüsterte ich, meinen eigenen Worten nicht glaubend. Aber es war nicht der Wind. Das Klopfen war zu absichtlich, zu zielgerichtet. Und es bewegte sich, umkreiste die Hütte, genau wie die Spuren es getan hatten.
Wir bewegten uns von den Fenstern weg, kauerten uns beim Feuer zusammen. Das Klopfen setzte sich fort, folgte uns immer gerade aus der Sicht. Es fühlte sich an, als würden wir verspottet, als würde man mit uns spielen. Ich versuchte, Emma zu überzeugen, ins Bett zu gehen, sich auszuruhen, aber sie weigerte sich. »Ich kann nicht«, sagte sie, ihre Stimme zitternd. »Ich kann meine Augen nicht schließen, ohne zu wissen, was da draußen ist.« Also blieben wir wach, die beiden von uns zusammengekauert beim sterbenden Feuer, lauschend auf das Geräusch unseres unsichtbaren Besuchers, der um die Hütte herumstreifte. Als die Nacht voranschritt, wurde das Klopfen lauter, dringlicher. Es war, als ob das, was draußen war, ungeduldig wurde, sogar wütend. Die Wände der Hütte ächzten und stöhnten unter der Belastung. Und ich spürte, wie Emmas Griff an meiner Hand sich mit jeder vergangenen Minute verstärkte. Dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, hörte das Klopfen auf. Die darauffolgende Stille war ohrenbetäubend, erschreckender als das Geräusch selbst gewesen war. Wir warteten, hielten den Atem an, erwarteten etwas. Aber da war nichts, nur das Geräusch unserer eigenen rasenden Herzen. Es war in dieser Stille, in diesem Moment der falschen Erleichterung, dass wir unseren Fehler machten. Wir ließen unsere Wache fallen, ließen uns glauben, dass vielleicht, aber nur vielleicht es vorbei war. Das war, als das Fenster zerbrach. Das Geräusch von zerbrechendem Glas zerschlug die erdrückende Stille wie ein Schrei in der Nacht. Wir sprangen auf. Das Herz raste, als die kalte Nachtluft durch das nun zerbrochene Fenster strömte. Schneeflocken tanzten im Mondschein, drangen in die Wärme der Hütte ein, und mit ihnen kam ein Gefühl der unmittelbaren Gefahr. Emma schrie auf, klammerte sich an meinen Arm, ihre Augen weit aufgerissen vor Schrecken. Ich konnte kaum erfassen, was geschah, mein Verstand raste vor Panik. »Bleib hinter mir, Schatz«, sagte ich, meine Stimme klang fremd in meinen eigenen Ohren. Ich griff nach dem nächstbesten, was ich als Waffe benutzen konnte, einem alten Kaminhaken, und schlich mich auf das Fenster zu. Unter meinen Stiefeln knirschte das Glas, eine starke Erinnerung an unsere Verletzlichkeit. Ich spähte in die Dunkelheit, sah aber nichts außer der endlosen Weite von Schnee und Schatten. Was auch immer das Fenster zerbrochen hatte, war jetzt in der Nacht verborgen. Beobachtete uns, wartete. Emma schluchzte leise hinter mir. Ihre Angst war greifbar in dem kleinen Raum. »Wir müssen hier weg«, flüsterte sie, ihre Stimme zitternd. »Wir können hier nicht bleiben.« Ich wusste, sie hatte recht, aber der Gedanke, in die unbekannte Dunkelheit herauszugehen, in das Territorium von allem, was uns verfolgte, lähmte mich. Die Hütte, trotz ihrer neu gefundenen Verwundbarkeit, fühlte sich immer noch wie unsere einzige Zuflucht an. Als wir unsere begrenzten Optionen diskutierten, hallte ein tiefes, gurgelndes Geräusch von der Dunkelheit draußen wider. Ein Geräusch, das weder menschlich noch tierisch war. Etwas Übernatürliches. Es war ein Geräusch, das von Hunger und Bosheit sprach. Ein Geräusch, das mich bis ins Mark erschaudern ließ. Wir konnten nicht bleiben. Das zerbrochene Fenster hatte das deutlich gemacht. Unsere einzige Chance war es, zum Auto zu laufen und in Sicherheit in die Zivilisation zu fahren. Aber das Auto war ein gutes Stück von der Hütte entfernt, und ich hatte keine Illusionen darüber, dass unser unbekannter Stalker uns ohne Herausforderung gehen lassen würde. »Wir müssen zum Auto rennen«, sagte ich, versuchte selbstbewusster zu klingen, als ich mich fühlte. »Auf mein Kommando, Schatz. Dann gehen wir. Nicht zurückblicken. Einfach nur rennen, okay?« Emma nickte, wischte sich die Tränen weg, ihr Gesicht in einem entschlossenen, wenn auch verängstigten Ausdruck. Wir positionierten uns in der Nähe der Tür, bereit loszurennen. »Eins, zwei, drei.« Wir stürzten aus der Tür, die kalte Nachtluft traf uns wie eine Wand. Schnee wirbelte um uns herum, ein blendender weißer Sturm, der es schwer machte zu sehen.
Wir rannten, unsere Füße rutschten im tiefen Schnee, das Auto unser einziger Hoffnungsschimmer. Hinter uns hörte ich es, das Geräusch von etwas Großem, das sich durch den Schnee bewegte, schnell und unaufhaltsam. Ich wagte es nicht zurückzublicken, konzentrierte mich nur auf das Auto, auf Sicherheit. Wir erreichten das Auto, fummelten mit gefrorenen Fingern, um die Tür zu öffnen. Ich warf einen Blick zurück und was ich sah, ließ mein Blut gefrieren. Dort, im schwachen Licht der Hütte, war eine Gestalt, groß und verzerrt. Ihre Form verschob und veränderte sich, als wäre sie nicht ganz fest. Ihre Augen leuchteten mit einem bösartigen Licht und sie bewegte sich auf uns zu, schnell. »Steig ein!« schrie ich, schob Emma ins Auto und sprang hinterher. Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss und dankte jedem Gott, den ich kannte, als der Motor zum Leben erwachte. Wir rasten von der Hütte weg, die Reifen kämpften um Haftung auf der schneebedeckten Straße. Ich blickte in den Rückspiegel, halb erwartend, die Kreatur uns nachjagen zu sehen. Aber da war nichts, nur die leere Straße und der dunkle Wald. Emma weinte, ihr Körper zitterte vor Schluchzen. Ich griff nach ihrer Hand, versuchte irgendeine Art von Trost zu bieten. »Es ist okay, wir sind jetzt sicher«, sagte ich, aber meine Stimme klang hohl, sogar für mich. Als wir fuhren, begann die Realität dessen, was geschehen war, sich einzustellen. Was war das für ein Ding? Warum hatte es uns ins Visier genommen? Fragen wirbelten in meinem Kopf herum, jede beunruhigender als die letzte. Wir fuhren schweigend, das einzige Geräusch des Summen des Motors und das gelegentliche Schluchzen von Emma. Je weiter wir von der Hütte wegkamen, desto mehr ließ die Angst nach, wurde durch ein tiefes, beunruhigendes Unbehagen ersetzt. Wir hätten uns sicher fühlen sollen, aber das taten wir nicht. Es war, als ob das Wesen, was auch immer es war, eine Markierung auf uns hinterlassen hatte, einen Schatten, der über jedem unserer Gedanken lag. Und dann, als wir eine Kurve nahmen, beleuchteten die Scheinwerfer etwas auf der Straße. Etwas, das mein Blut gefrieren ließ. Es war eine Gestalt, die mitten auf der Straße stand. Ihre Form verschob und veränderte sich genauso wie das Wesen an der Hütte. Ihre Augen leuchteten in den Scheinwerfern. Und es lächelte. Ein verdrehtes, unnatürliches Lächeln, das von Bosheit und Hunger sprach. Wir waren der Hütte entkommen, aber nicht dem Albtraum. Es hatte gerade erst begonnen. Das Erscheinen der Gestalt auf der Straße schickte einen Adrenalinstoß durch meine Adern. Ich trat auf die Bremsen, die Reifen rutschten auf der vereisten Straße. Das Auto kam nur wenige Zentimeter vor der Gestalt zum Stehen, die sich unheimlich ruhig verhielt, ihre leuchtenden Augen auf uns fixiert. Emma schrie auf und ich spürte, wie sie meine Hand mit erdrückender Kraft ergriff. »Was ist das? Was will es?« schrie sie. Ihre Stimme brach. Ich hatte keine Antwort für sie. Mein Verstand raste, versuchte das Unmögliche zu begreifen. Die Gestalt draußen war wie etwas aus einem Albtraum. Ihre Form schien im schwachen Licht zu flimmern und sich zu verzehren, als wäre sie nicht ganz da. »Wir müssten hier weg«, sagte ich, meine Stimme kaum hörbar. Ich legte den Rückwärtsgang ein, blickte zurück, um sicherzugehen, dass die Straße frei war. Aber als ich in den Rückspiegel schaute, sank mir das Herz. Es waren mehr von ihnen, kamen aus dem Wald, umzingelten das Auto. Sie waren wie Schatten, im Dunkeln kaum sichtbar, aber ihre Anwesenheit war unverkennbar. Ich blickte zurück auf die Gestalt vor uns. Sie hatte sich nicht bewegt, stand nur da und beobachtete uns. Ihr Lächeln wurde breiter, grotesker. Sie spielte mit uns, genoss unsere Angst. Emma schluchzte jetzt unkontrollierbar. Ihr Körper zitterte. Ich wollte sie trösten, ihr sagen, dass alles gut werden würde. Aber die Lüge blieb mir im Hals stecken. Wir waren umgeben von Wesen aus einer Horrorgeschichte und ich hatte keine Ahnung, wie wir uns retten könnten. Dann, als ob es meine Verzweiflung spürte, sprach die Gestalt vor uns. Ihre Stimme war wie nichts, was ich je gehört hatte. Ein gurgelndes Flüstern, das von überall und nirgendwo zugleich zu kommen schien.
Ihr könnt nicht entkommen. Zischt es. Dies ist unser Reich. Ihr gehört jetzt uns. Die Worte schickten einen Schauer meinen Rücken hinunter. Sie waren wie ein Urteilsspruch eines Richters ohne Gnade. Ich fühlte eine Welle der Hoffnungslosigkeit über mich kommen, ein Gefühl völliger Hilflosigkeit. Aber dann durchschnitt ein Funke Wut die Verzweiflung. Ich würde dieses Ding, diese Dinge nicht gewinnen lassen. Ich würde nicht aufgeben. Ich wandte mich Emma zu, nahm ihr Gesicht in meine Hände. Hör mir zu, Schatz, sagte ich, meine Stimme fest. Wir werden das überstehen, okay? Ich verspreche es dir. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Sie sah mich an, ihre Augen weit vor Angst, aber auch mit einem Schimmer Hoffnung. Wie denn? Flüsterte sie. Ich hatte keinen Plan, nicht wirklich. Aber ich wusste, dass wir nicht einfach da sitzen und auf das warten konnten, was diese Kreaturen für uns bereithielten. Ich drehte mich zurück zur Gestalt vor uns. Mein Verstand raste. Dann traf mich die Erkenntnis. Die Hütte. Es war unsere einzige Chance. Wenn wir es zurück zur Hütte schafften, uns dort verschanzten, könnten wir sie vielleicht abhalten. Zumindest eine Weile. Ich legte den Gang ein, drehte das Auto langsam um. Vorsichtig, um die Kreaturen nicht zu provozieren. Als ich das tat, behielt ich die Gestalt vor uns im Auge, wartete auf ein Zeichen der Bewegung. Dann, ohne Vorwarnung, gab ich Vollgas. Das Auto sprang vorwärts, raste auf die Gestalt zu. Für einen Moment schien sie standzuhalten, aber dann verschwand sie, zerstreute sich wie Rauch im Wind. Wir rasten die Straße hinunter, zurück zur Hütte. Die Kreaturen folgten uns. Ihre Formen flackerten im Rückspiegel auf und verschwanden. Die Fahrt war ein Wirbel, ein frenetischer Wettlauf gegen ein unbekanntes Grauen. Wir erreichten die Hütte und stürmten hinein, schlugen und verschlossen die Tür hinter uns. Wir bewegten uns schnell, verbarrikadierten die Türen und Fenster mit allem, was wir finden konnten. Die ganze Zeit hörte ich sie draußen, ihre Flüstern wie der Wind, ihr Lachen wie das Knistern eines Feuers. Wir kauerten zusammen in der Mitte der Hütte, warteten, beobachteten. Die Kreaturen streiften draußen herum, testeten unsere Verteidigung, suchten nach einem Weg hinein. Aber fürs Erste waren wir sicher. Als die Nacht sich hinzog, kam mir eine schreckliche Erkenntnis. Diese Kreaturen, was auch immer sie waren, sie würden nicht aufgeben. Sie jagen uns nicht einfach, sie spielten mit uns. Ergötzten sich an unserer Angst. Und als ich Emma in meinen Armen hielt, versuchte den Schrecken abzuwehren, wusste ich, dass der wahre Horror unserer Situation gerade erst begann. Wir waren in einem Albtraum gefangen ohne Ende, und die einzige Gewissheit war, dass diese Kreaturen draußen nicht aufhören würden, bis sie uns hatten. In der Dunkelheit der Hütte, umgeben vom Unbekannten, warteten wir auf den Morgen, beteten um ein Wunder. Wissend tief im Inneren, dass unser Kampf ums Überleben gerade erst begonnen hatte. Die Nacht dehnte sich unendlich aus, jede Minute eine Ewigkeit. Die Kreaturen draußen setzten ihren unerbitterlichen Angriff fort. Ihre unheimlichen Flüstern und groteskes Lachen bildeten den ständigen Hintergrund unserer Furcht. Emma und ich klammerten uns aneinander, unsere Augen weit und unblinzelnd, zuckten bei jedem Knarren und Stöhnen der Hütte zusammen. Als das erste Licht der Morgendämmerung durch die Ritzen in der Barrikade zu sickern begann, wusch eine müde Erleichterung über mich hinweg. Die Kreaturen waren eine Weile ruhig gewesen. Ihre beunruhigende Präsenz schien mit dem kommenden Licht nachzulassen. Vielleicht, aber nur vielleicht hatten wir die Nacht überlebt. Ich bewegte mich vorsichtig auf das Fenster zu, spähte durch eine kleine Lücke in der Barrikade. Draußen war die Welt ruhig, der Schnee unberührt. Bis auf die Spuren, die wir am Tag zuvor gemacht hatten. Kein Zeichen von den Kreaturen, kein Hinweis auf den Albtraum, der sich in der Dunkelheit abgespielt hatte. Ich wandte mich Emma zu und sah einen Schimmer Hoffnung in ihren Augen. »Ist es vorbei?« fragte sie, ihre Stimme ein zerbrechliches Flüstern.
Ich denke schon, antwortete ich, obwohl die Unsicherheit in meiner Stimme deutlich war. Wir begannen, die Barrikade zu entfernen, unsere Bewegungen langsam, immer noch halb erwartend, dass die Kreaturen zurückkehren würden. Aber da war nichts, nur die stille, schneebedeckte Landschaft. Als wir hinaustraten, fühlte sich die kalte Luft wie ein Balsam an, eine Rückkehr zur Normalität nach einer Nacht unvorstellbaren Schreckens. Wir gingen um die Hütte herum, suchten nach einem Zeichen der Kreaturen, fanden aber keines. Es war, als wären sie in Luft aufgelöst. Erleichterung begann sich einzustellen, ein fragiles Ding, bereit beim geringsten Anlass zu zerbrechen. Wir beschlossen, sofort zu gehen, so viel Abstand wie möglich zwischen uns und die Hütte zu bringen. Als wir die Bergstraße hinunterfuhren, spielten die Ereignisse der Nacht in meinem Kopf. Es fühlte sich surreal an, wie ein Traum, der am Rande des Bewusstseins verweilt. Ich warf einen Blick auf Emma, ihr Gesicht blass, aber gefasst. Und für einen Moment erlaubte ich mir zu glauben, dass es vorbei war, dass wir sicher waren. Aber als wir den Berg hinunterkamen, begann ein schleichendes Gefühl der Unruhe Besitz von mir zu ergreifen. Etwas stimmte nicht. Die Straße hätte vertraut sein sollen, ein Weg, den wir schon oft gefahren waren, aber sie fühlte sich anders an, fremd. Und dann sah ich es, ein Anblick, der mein Blut gefrieren ließ. Die Straße, auf der wir waren, führte nicht zurück in die Stadt. Sie schloss sich selbst zurück, führte uns zurück zum Berg, zurück zur Hütte. Ich trat auf die Bremsen, das Auto rutschte zum Stillstand. Emma sah mich an, Verwirrung und Angst in ihren Augen. »Was ist los?«, fragte sie. Ich konnte nicht sprechen, mein Verstand raste mit unmöglichen Gedanken. Dann drehte ich das Auto um, fuhr den Weg zurück, den wir gekommen waren. Mein Herz pochte in meiner Brust. Aber egal in welche Richtung wir fuhren, welchen Weg wir nahmen, es war immer dasselbe. Die Straße brachte uns zurück zur Hütte, eine unausweichliche Schleife, die aller Logik und Vernunft trotzte. Wir waren gefangen, nicht nur von den Kreaturen, sondern vom Berg selbst, einem Gefängnis aus Schnee und Bäumen und sich windenden Straßen, die nirgendwo hinführten. Als die Realität unserer Situation sich einstellte, umhüllte mich eine tiefe, seelenzerstörende Verzweiflung. Wir standen nicht nur einem Albtraum gegenüber, wir waren ein Teil davon, gefangen in einem Netz, das wir nicht sehen konnten, Bauern in einem Spiel, das wir nicht verstanden. Und als wir da im Auto saßen, die Hütte in der Ferne drohend, traf mich ein erschreckender Gedanke. Die Kreaturen, der Schneesturm, die sich wiederholende Straße. Alles war verbunden, alles Teil von etwas Größerem, etwas Bösartigem. Wir waren nicht nur gejagt, wir wurden verspottet. Unsere Angst und Verzweiflung nährten etwas Unsichtbares, etwas, das gerade jenseits des Begreifbaren lauerte. In diesem Moment verstand ich den wahren Horror unserer Situation. Wir würden nicht entkommen, nicht wirklich. Und nach uns sind andere dran. Deshalb empfehle ich euch Folgendes. Wenn der Schneesturm draußen aufzieht, schließt eure Türen ab. Aber denkt dran, es kann auch durch die Fenster hereinkommen.